Ja, ist denn die Silberstory generell noch im Takt? Ich habe Ihnen jetzt einige Zeitreihen gezeigt, dass am Terminmarkt doch einiges hinten und vorne nicht zusammenpasst beim Silber. Man möchte uns weismachen, es gäbe eine spekulative Übertreibung. Die Fakten und die Berichte der Aufsichtsbehörde CFTC sagen genau das Gegenteil. Und wir sehen ganz klar, dass sinkende Kurse bei Silber nur möglich sind mit einer massiven Verunsicherung der Silberinvestoren und mit dem massiven Aufbau neuer Short-Kontrakte. Der Silberterminmarkt ist um den Faktor 120% größer. Also 1, ja, also beträgt im Moment das 1,2-fache des physischen Marktes. Und wir haben hier einige Shortplayer, die einen Großteil der Minenproduktion auf sich vereinen. Und das ist das eigentliche Problem. Und ich befürchte, dass Silber im Moment als Investment etwas diskreditiert wird. Diese These vertritt ja auch der sehr kompetente Kollege und Silberjunge, alias Thorsten Schulte, der ganz klar auch diese Argumente, die ich Ihnen heute geliefert hatte, unterstützt und auch etwas traurig ist darüber, wie Silber im Moment als Zockerinvestment diskreditiert wird. Aber ich denke, wir können jetzt anhand der Silberstory feststellen, dass dies zu Unrecht geschieht. Ich hatte schon erwähnt, dass Gold und Silber monetäre Edelmetalle sind und sich sukzessive mangels Alternative zu Währungsalternativen entwickeln. Denn wo wollen sie noch investieren? US-Dollar läuft zwar im Moment besser als der Euro, aber auch nur, weil der Euro im Moment droht, in eine neue Krise zu stürzen. Über den japanischen Yen brauchen wir nicht mehr zu reden und das britische Pfund ist massiv auf dem absteigenden Ast in Anbetracht von negativen Realzinsen in Höhe von über 4%. Überschuldung aller Orten. Und die Frage stellt sich nun nach der Alternative. Rohstoffwährung, durchaus, kanadischer Dollar fällt mir hier ein. Aber andere Währungen sehe ich da eher etwas skeptischer. Was bleibt, sind Währungen mit einem Track Record von 5000 Jahren und mehr, die auch ihre Kaufkraft über Jahrtausende erhalten konnten, mit intrinsischem Wert, kein Kreditgeld. Gut, sie bringen keine Zinsen. Aber real positive Zinsen gibt es ohnehin nicht und bei Edelmetallen bekommt man zumindest die Inflation, wenn nicht sogar noch mehr, vergütet. Was Sie sehen bei dem ungedeckten US-Dollar ist, dass seit Ausbruch der Finanzkrise, also auch vorher bewegte sich schon die Geldmenge in Bezug zur Realwirtschaft, hier dargestellt durchs Bruttoinlandsprodukt, deutlich auseinander. Zuletzt explodierte die Geldmenge massiv. Man dachte dann, mit QE1 ist die Sache abgeschlossen, jetzt wird die Liquidität wieder abgesaugt und man findet zurück zur Normalität. Ich glaube, diese Illusion erliegt heute niemand mehr. Die neue Illusion ist, dass im Sommer mit Auslaufen von QE2 die Sache erledigt ist. Da muss ich Ihnen leider sagen, dass die jüngsten Statistiken des Rentenmarktes zeigen, dass die US-Notenbank mittlerweile 105% der amerikanischen neu emittierten Staatsanleihen aufkauft. Was heißt das? Man kauft 100% der Neuverschuldung der USA und noch 5% vom Bestandsmarkt, zum Beispiel von Investoren wie PIMCO. Die Illusion, dass hier Ende Juni dann damit Schluss sein könnte, wenn dem so wäre, würde das münden in drastischen Zinsanstiegen, in einem Crash am Aktienmarkt, in umfallenden Staaten, umfallenden Banken etc. Man hört jetzt schon, dass es ein Soft QE2 geben wird, dass also die Coupons weiter in den Markt investiert werden. Und man muss davon ausgehen, dass nicht alles, was hier passiert, auch offiziell wird. Wir haben es gesehen zuletzt bei der Bundesbank, die sich, und das war der Grund für den Rücktritt des Präsidenten Axel Weber, auf einmal als größter Gelddruckmaschine in Europa herausgestellt hat, die über 330 Milliarden Euro kurzfristige Überbrückungskredite ins europäische Bankensystem gepumpt hat und an Zentralbanken der Europeripherie, speziell Griechenland und Irland, verliehen hat. Auch das können wir nicht ausschließen, aber Fakt ist eins: niemand hat ein Interesse auf politischer Ebene an einer deflationären Depression, schon gar nicht Ben Bernanke, der hat das mehrfach wiederholt. Ziel ist es, reflationieren. 10 Jahre, 10% Inflation und die Schulden sind erledigt. Oder aber man versucht, das mit etwas weniger Inflation still und heimlich etwas länger hinauszuzögern. Fakt ist, die Geldmenge explodiert und das Einzige, was man tun kann, um sich entsprechend analog gegen Sie sehen das hier auch nochmal in Europa, die Abkopplung der Geldmenge gegenüber BIP. Obwohl die Rezession schon vorbei ist, fragt man sich ja warum. Offenbar ist Wachstum ohne dieses Phänomen nicht mehr möglich. Die einzige Möglichkeit, um sich dagegen zu schützen, ist, in knappe Ressourcen zu investieren, in Edelmetalle, Produktivkapital, Immobilien. Natürlich damit verbunden Schwankungen, ganz klar. Aber an dieser Stelle darf ich mal den sehr geehrten Kollegen und sehr bekannten Vermögensverwalter Dr. Bert Flossbach zitieren. Jetzt kommt ein offizielles Zitat. Voraussetzung für den realen Erhalt eines Vermögens ist die Akzeptanz von Volatilität.
So unangenehm wie die Schwankungen von Aktien und Edelmetallen kurzfristig sein mögen, im Vergleich zu der schleichenden und vielleicht einmal galoppierenden Entwertung von als sicher verkannten Nominalwerten sind sie auf jeden Fall das kleinere, weil temporäre Übel. Dem kann ich mich nur anschließen. Sie sehen hier den Anstieg der Rohstoffpreise, die Flucht der Investoren in Rohstoffe, unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung, natürlich auch unter Volatilität. Sie sehen hier die Teuerungsrate, die hinterherzieht, weil natürlich die Grundstoffpreisteuerung durch den gesamten Wertschöpfungszyklus, Wertschöpfungskette diffundiert bis zur Tankstelle, bis in den Supermarkt etc. Und Sie sehen, dass die Realzinsen hier weiter negativ sind. Also Schlagzeilen, wie wir sie vor kurzem noch lesen konnten, die EZB würde jetzt unter der Federführung des Falken Trichet den Kampf gegen die Inflation aufnehmen, sind schlicht Mumpitz. Ganz klar sehen Sie das an diesem Chart, hier mal dargestellt seit 2000 gemäß offizieller jährlicher Teuerung, der Kaufkraftverlust von Blau Euro und Rot US-Dollar. Ich glaube, wenn diese Zahlen in der Bevölkerung bekannt wären, dann wäre der Euro morgen schon passé. Beim US-Dollar wird das der Bevölkerung sukzessive klar, auch wenn nur, man könnte sagen, im Bildungsbürgertum, dass er nur Bruchteile der Bevölkerung ausmacht. Aber so viel Material, Gold und Silber, das muss man sich immer vor Augen halten, gibt es nicht, auch wenn im Moment hier eine Preiskorrektur stattfindet. Aber ich glaube, es ist klar, worum es hier geht. Der Euro hat seit seiner Einführung über 20% an Kaufkraft verloren und das gemäß offizieller Teuerung. Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut, das auch gern mal die gefühlte Inflation veröffentlicht, gemäß eines vertretbaren, also realistischen Warenkorbes für eine Familie, die besteht aus 3 Personen und 3.500 brutto im Monat. Da sind wir im Moment bei offiziellen, also bei gefühlten Inflationsraten von 5,5% und nicht bei 2,4, wie sie für April zuletzt für Deutschland festgestellt wurden. Die Frage stellt sich also nach der Alternative. Wenn wir über den Euro reden, reden wir nicht nur über eine Währung, die an Wert verliert, wenn auch offiziell im Moment etwas weniger als der US-Dollar. Sicherlich auch dadurch bedingt, dass der Außenwert gegenüber vielen Währungen gestiegen ist und somit die Importpreise nicht ganz so stark explodieren wie in Großbritannien oder den USA. Aber wir reden über eine Währung, die schlicht und einfach vor einer existenziellen Zerreißprobe steht. Denn da muss man den Herren von der EZB, auch von der EU-Kommission recht geben, wenn Griechenland umschuldet oder aus dem Euro austritt, werden die Kapitalmärkte einen Dominoeffekt lostreten, denn die Frage ist dann, was ist mit Irland, was ist mit Portugal? Und bei Spanien, da müssen wir nicht einmal von einem Staatsbankrott reden oder von einem Austritt Spaniens aus der Eurozone, sondern da müssen wir einfach nur über die Frage reden, was passiert, wenn Spanien sich am Kapitalmarkt nicht mehr refinanzieren kann. Sie sehen hier mal die Zinsaufschläge, die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen, die sind natürlich unbezahlbar. Die wären sogar für Deutschland, eine extrem starke Volkswirtschaft, unbezahlbar. Aber Deutschland ist eben auch nur so stark wie die Abnehmerländer in der Peripherie. Über 60% der Ausfuhren gehen nach Europa. Und man muss im Moment die Hilfen, die wir gen Süden schicken und nach Irland sozusagen als Lieferantenkredit sehen. Wenn diese Hilfen nicht mehr fließen, gibt es auch keine Nachfrage mehr. Ja, das ist das Problem. Bleiben wir nochmal bei Spanien. Spanien zahlt im Moment für 10-jährige Anleihen 5,3% am Kapitalmarkt. Griechenland fast 16%. Das Problem sind hier die Kurzläufer. Da zahlen Irland und Portugal bereits 15% für 2-jährige Staatsanleihen, also pro Jahr. Ne? Und Griechenland über 25% Zins pro Jahr. Das ist ein kalkulatorisches Ausfallrisiko von über 50%. Und die Wetten am Markt für Kreditausfallderivate gehen schon in Richtung 60% Staatsbankrott. Und hier hilft irgendwann nur noch eins. Entweder weitere Transferzahlungen, die sind schwer durchsetzbar. In Finnland gibt es Aufruhr. Es gibt aber auch mittlerweile in Deutschland aus dem Kreise der FDP und der CDU-CSU Opposition gegen dieses Fass ohne Boden. Und dann bleibt nur noch die EZB. Die hat unendlich tiefe Taschen. Ja, zulasten der Kaufkraft des Euros dann natürlich. Interessant ist Spanien. Es wird immer behauptet, Spanien stehe nicht im Feuer, es gäbe kein Problem. Spanien könne sich refinanzieren weit über 2011 hinaus. Schauen wir uns zunächst mal den Refinanzierungsbedarf an. 95,8 Milliarden noch dieses Jahr, 97,6 Milliarden im nächsten Jahr. Und man muss davon ausgehen, anhand der Frühindikatoren, die es konjunkturell gibt, auf Seiten der OECD-Frühindikatoren, IFO-Indikator, ZEW-Indikator, Einkaufsmanager-Indizes, dass der aktuelle Konjunkturzyklus seinen Zenit erreicht und wir spätestens im ersten Quartal nächsten Jahres
in eine neue Verschnaufpause, konjunkturelle Verschnaufpause, in einen Abwärtszyklus eintreten. Natürlich bedingt dadurch, dass viele Konjunkturstimuli künstlicher Natur wie Fiskalprogramme auslaufen, dass es Gewöhnungseffekte auf der Zinsseite gibt, dass Kapazitäten ausgelastet sind, dass auch bestimmte Investitions- und konsumtive Bedürfnisse gedeckt sind. Ein ganz normaler Konjunkturzyklus. Nur, wenn ich mir ein Land anschaue wie Spanien, mit einer Arbeitslosenquote in 2010 von 20,1% und aktuell 21,3% mitten im Aufschwung, ohne jegliches Wachstum, bei einer Jugendarbeitslosigkeit von 43,6% und einem Einzelhandelsumsatzrückgang im ersten Quartal von 8,7% gegenüber dem Vorjahresquartal, frage ich mich ernsthaft, wie anhand solcher Makrodaten der Kapitalmarkt 2012 Vertrauen in Spanien fassen soll und bezahlbare Zinsen von Spanien fordert. Das ist nicht möglich. Das Gleiche gilt übrigens auch für Italien, die im Moment, obwohl sie volkswirtschaftlich deutlich kleiner sind als Deutschland, eine genauso hohe nominelle Verschuldung aufweisen. Aber schon mit Spanien wären sämtliche Rettungspakete überstresst. Dann müsste echtes Geld fließen. Das ist politisch nicht mehr durchsetzbar. Es wäre dann der vierte Staat und die Bürger würden im Westen, in den Geberländern, zu Recht fragen, ja, wo ist denn da das Ende? Mit Spanien fällt der Euro. Ich nehme an, dass der Euro in seiner jetzigen Form noch eine Lebensdauer hat von ungefähr 3 bis 4 Quartalen. Einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass diese Schuldenkrise durch desperates Gelddrucken der EZB aufgefangen wird und die EZB, genauso wie es bereits in Großbritannien und den USA der Fall ist, 100% der Staatsverschuldung trägt und darüber hinaus Material bei Bestandsanleihen aufkauft. Das heißt, diese Welt muss nicht an Schulden bankrott gehen. Das sehen wir in den angelsächsischen Ländern. Das muss auch Europa nicht. Europa kann bestehen bleiben, aber nur zu dem Preis, dass desperate Geldpolitik betrieben wird und dass die Schulden reflationiert werden. Das heißt, sie werden einfach weginflationiert. Das ist möglich, nur dann wird der Euro eine extreme Weichwährung. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder in einem Jahr zerreißt die Eurozone innerhalb eines Jahres oder aber die EZB übernimmt sämtliche Transferleistungen. Damit wäre der politische Druck von den Geberländern genommen und druckt Geld, um komplett Staatsanleihen zu übernehmen. Und falls Sie glauben, das passiert noch nicht, die EZB hält bereits 80 Milliarden in griechischen Schuldscheinen. Übrigens auch ein Grund, warum sie kein Interesse an einem Staatsbankrott hat. Ja, ist die Silberstory noch intakt? Sie ist voll intakt. Wir haben historisch niedrige überirdische Bestände, geringer als bei Gold. Wir haben eine Produktionsreichweite von nur noch 15 Jahren. Wir haben also hier einen unentbehrlichen, nicht substituierbaren Hightech-Rohstoff mit der höchsten elektronischen Leitfähigkeit, mit der höchsten Lichtreflexion, entscheidend zum Beispiel für Solarpanels, mit antiseptischen Eigenschaften, der nur noch 15 Jahre reicht. Die Industrie produziert just in time, hat keinerlei Lagerbestände. Das wird spannend, wenn die Investoren der Industrie hier das Metall streitig machen, weil sie alternatives Geld brauchen. Sehr spannend. Die Portfoliogewichtung nach wie vor alles andere als blasenmäßig. Die Steinbeis-Hochschule in Berlin hat im Januar eine Studie verfasst, die besagt, dass im Moment 0,3% der Deutschen Silber besitzen und 2,8% der Deutschen Gold. Und bei den Silberbeständen sind es fantastische 44,7% in ungedeckten Zertifikaten. Also bei 0,15% Verteilung müssen wir uns wirklich keine Gedanken machen über eine Bestandsblase. Das ist diametral entgegengesetzt zu dem Jahr 1980. Geringe Ressourcenreichweite hatte ich erwähnt, niedrige Portfoliogewichtung ebenfalls, schwindendes Vertrauen in die ungedeckten Währungen. Das ist ein Punkt, den man gar nicht genug betonen kann, denn es trifft diesmal alle Major Currencies, Euro, Dollar, Yen, Pfund. Sie können nehmen, was Sie wollen. Und hier stellt sich tatsächlich die Frage nach der Alternative. Und wenn nur ein Bruchteil, wir reden hier wirklich von wenigen Promille, ein Bruchteil der Bevölkerung anfängt, vielleicht 0,5% physisches Metall als Alternative einzulagern, dann haben wir ein Problem mit der Lieferbarkeit auch am physischen Markt. Die Wiedererlangung des Geldstatus seit 5000 Jahren bewährt, das ist keine Fantasie, das ist keine Verschwörungstheorie, das findet jetzt im Moment statt und zuletzt hat die mexikanische Notenbank ihre Goldbestände verneunfacht mit der ganz klaren Argumentation, wir vertrauen der Weltleitwährung Dollar nicht mehr. Also wer das immer noch für Fantastereien hält, der sollte ab und zu sich mal volkswirtschaftliche Statistiken und Zeitrennen anschauen und vor allem die Geldmengenentwicklung der Notenbanken und ein bisschen hinter die Kulissen schauen, ein wenig den gesunden Menschenverstand einschalten und dann kommt er dazu, dass man sich eines nicht leisten kann, kein echtes Geld zu besitzen, keine harten Währungen.
Die zunehmende Anwendung des Silbers im Industriebereich spielt, solange die Weltwirtschaft künstlich stimuliert, natürlich auch durch selbsttragende Effekte in den Emerging Markets, im Industriebereich zunehmend auch neue Anwendungsgebiete findet. Was Sie hier im Hintergrund hören, werde ich gleich mal abstellen. Das ist die Tatsache, dass der Silberpreis gerade die 33 Dollar touchiert hat. Einen Moment, jetzt ist es auch schon weg. Ja, wir sind hier absolut live dran an den Märkten, da kann sowas schon mal passieren. Zurück zu meiner Argumentation. Die Industrie wird ein Problem bekommen in dem Maße, wie Investoren ihr das Metall, das Material abspenstig machen. Und in vielen Anwendungen ist Silber schlicht nicht substituierbar, zwar nur in kleinen Mengen enthalten, daher auch preislich unflexibel. Also man kann davon ausgehen, dass die Industrie in bestimmten Bereichen bereit ist, jeden Preis zu bezahlen. Und die massive Unterbewertung des Silbers im historischen Vergleich in Bezug zu Gold, in Bezug zu Öl, in Bezug auch zur realen Kaufkraft, die wird sich auflösen.